Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir diskutieren nach 3 Jahren das erste Mal Arzneimittelthemen hier im Parlament in größerem Umfang, weil ich glaube, es war eine gute Entscheidung, dass wir den Pharmadialog gestartet haben der Bundesregierung und einfach mal Bewusstsein geschaffen haben für die unterschiedlichen Herangehensweisen, Themen, die die Versicherten und Patienten betreffen, die die Krankenkassen betreffen und natürlich auch die Pharmaindustrie. Und es geht uns auch darum, mit unserer Politik hier eine gute und vernünftige Balance zwischen den unterschiedlichen Interessen herzustellen. Und liebe Frau Schulz-Asche, ich möchte mich ganz ausdrücklich bedanken für das Lob. Ich darf Ihnen aber gleichzeitig sagen, dass ich mich bestens informiert fühlte. Ich habe dann, wenn es ein Problem gab, zum Telefonhörer gegriffen, mal nachgefragt, was diskutiert ihr denn im Pharma-Dialog, dann meine entsprechende Information bekommen. Und deswegen haben wir unser Papier letztendlich auch ein Stück weit so gesehen, dass wir das, was im Pharma-Dialog besprochen wurde, dass wir das auch noch von Parlamentsseite nachdrücklich verstärken. Wir haben 3 Jahre Debatte um Arzneimittelthemen. Wir haben das Thema Hepatitis C, wo wir große Sorgen hatten, wo wir große Befürchtungen hatten, was den Ausgabenanstieg bei den Krankenkassen angeht. Was aber in Vergessenheit geraten ist, ist, dass wir mit den Produkten im Bereich Hepatitis C erstmals einen Wirkstoff hatten, wo man sehen konnte, wie sich das Amnok auszahlt, wie es wirkt, wo wir den Zusatznutzen attestiert haben und wo wir ja auch sagen, dafür wollen wir einen höheren Preis zahlen. Wir haben Diskussionen gehabt um chronische Erkrankungen. Wir haben das Thema Diabetes, Epilepsie gehabt, wo man oft den Eindruck hatte, die Versorgung bricht zusammen. Wir haben dann abgewartet und sehen heute, dass sich einiges gut und vernünftig selbst regelt. Und wenn wir heute diese Debatte führen, dann glaube ich auch, dass der Pharma-Dialog dazu beigetragen hat, dass wir eine hohe Akzeptanz für die Arzneimittelregulierung haben, sowohl hier im Parlament, auch wenn jetzt ein bisschen Unterschiede deutlich waren, aber auch in der Gesellschaft und bei den Beteiligten. Wir haben eine gut funktionierende Versorgung in der Fläche durch Großhandel und Apotheken vor Ort. Und wir haben mit den Instrumenten Festbetragssystem, Rabattverträge und frühe Nutzenbewertung sichergestellt, dass wir eine qualitativ hochwertige Versorgung zu bezahlbaren Preisen haben. Und wir müssen jetzt diese Themen durchaus mal auf den Prüfstand stellen. Deswegen haben wir 3 Themenkomplexe identifiziert, mit denen wir uns auseinandersetzen wollen. Es geht zum einen um das Thema Apotheken. Es geht zum zweiten um das Thema Rabattverträge. Und es geht zum dritten um das Amnok als solches. Und ich möchte beginnen mit dem Thema Apotheken. Und wenn hinter mir die Frau Ulla Schmidt sitzt als Präsidentin, denke ich an den Sündenfall im Jahr 2003, als wir in vorauseilendem Gehorsam bei einer grün-roten Bundesregierung das Versandhandelsverbot beschlossen haben. Mit der CDU? Ja, aber das war Ihre Initiative, weil Sie uns falsch informiert haben, nämlich gesagt haben, das Urteil, wenn wir das Versandhandelsverbot nicht, wenn das nicht kommen würde, würde der EuGH uns zurechtweisen. Der EuGH hat anders entschieden. Es war eine Fehleinschätzung Ihres Hauses. Und deswegen müssen wir heute uns damit auseinandersetzen. Und deswegen möchte ich ein ausdrückliches Dankeschön an Hermann Gröhe richten, der ja sich auch dafür einsetzt, dass dieses Versandhandelsverbot kommt, um die Präsenzapotheken vor Ort zu stärken. Wir werden zum Zweiten uns um das Thema Rabattverträge kümmern müssen. Und da haben wir ja zum einen einen guten Ansatz, dass wir sagen, dass die Pflicht, bis Rabattverträge implementiert werden, auf 6 Monate verlängert werden. Wir haben darüber hinaus 3 Spezialthemen, um die wir uns kümmern. Es geht um das Thema Biosimilars, es geht um das Thema Zytostatika und es geht um das Thema Impfstoffe. Und gerade der Bereich Biosimilar zeigt auch, dass es gut ist, wenn man abwartet. Das haben wir an Forderungen und Diskussionen gehabt. In der Vergangenheit gesetzliche Quote,
2 Jahre vertragsfreie Zeit, Open-House-Verträge und Ähnliches. Und heute erleben wir, dass das die Selbstverwaltung gut geregelt hat, sodass wir keinen Handlungsbedarf zwingend sehen. Wo wir Handlungsbedarf sehen, ist beim Thema Zytostatika-Versorgung. Und ich glaube, dass wir da die richtige Entscheidung getroffen haben. Und wir haben einen dritten Punkt, um den wir uns kümmern müssen. Das ist der Bereich Impfstoffe. Im AMNOG hat sich auch gezeigt, dass wir gut und klug beraten sind, abzuwarten. Was gab es für Aufregung, Debatten und Diskussionen? Und heute sehen wir, dass wir uns konzentrieren müssen auf einen Bereich. Das ist das Thema Preisfindung, Preisbildung. Und lieber Kollege Frank, ich darf Sie daran erinnern, dass das Thema Umsatzschwelle eine Idee aus dem Bundeswirtschaftsministerium war und ja da eine durchaus höhere Summe gefordert wurde. Und insofern kommen wir da sicherlich in einen guten und vernünftigen Dialog. Ich möchte zum Schluss aber ein Thema ansprechen, der Kollege Franke hat auch 2 Minuten überzogen, dann darf ich auch eine Minute. Er hat 3 Minuten überzogen. Ein Thema, das Thema Arztinformationssystem, weil das ein wesentlicher Baustein für den Erfolg des AMNOG ist. Weil wir erleben, dass viele bewertete, gute Produkte im Versorgungsalltag nicht ankommen. Und deswegen glaube ich, wenn es uns gelingt, das Arztinformationssystem vernünftig auf den Weg zu bringen, dass das ein wesentlicher Baustein dafür sein kann, dass wir eine qualitativ hochwertige Versorgung in die Fläche bekommen, was innovative Produkte angeht. Wir haben das Thema Arzneimittelversorgung in der Vergangenheit nur unter dem Aspekt Wirtschaftlichkeit diskutiert. Und ich glaube, dass es wichtig und richtig ist, dass wir das Thema auch unter Qualitätsaspekten diskutieren. Und das, glaube ich, sind die spannenden Punkte. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf die Beratungen. Herzlichen Dank. Die Frage, ob der ein oder andere auch einmal etwas länger macht, ist immer noch die Entscheidung hier und die ist ja gleich verteilt unter allen Fraktionen, um das nur zu weisen. Und es ist nicht Aufgabe des Redners selber zu sagen, wie lange er reden darf. Im Normalfall ging das zulasten Ihrer Fraktionskollegin jetzt. Darauf will ich jetzt mal verzichten. Er war keine Ausnahme, aber verzichten wir mal drauf. Ich wollte ja auch nicht in die Debatte einsteigen, sonst hätte ich einiges zu sagen. Aber das darf ich von hier aus nicht. So, jetzt hat die Kollegin Martina Stamm-Fiebig das Wort. SPD.